Hallo meine Lieben, heute machen wir einen Flammkuchenteig. Diesmal mache ich ihn ganz anders. Ihr benötigt 3 Eier, Salz, Pfeffer, 30 Gramm gemahlene Mandeln, entweder 200 Gramm körniger Frischkäse oder Hüttenkäse und 200 Gramm mittelalter Gouda. Das Mittelalter nehme ich nicht. Ich nehme einen stinknormalen Gouda, 200 Gramm. Dann ein Hüttenkäse. Hier steht Hüttenkäse, aber Hirtenkäse schmeckt ganz lecker. Und was habe ich gekauft? Einen Hirtenkäse. Gut. Dann die 3 Eier, was habe ich gesagt? Den Käse. Ein Backofen, den müsst ihr schon mal vorheizen. 200 Grad so rum. So, dann machen wir hier die 3 Eier. Schaum schlagen, ohne Ei. Ups. Ohne Ei. Also ohne Schale meine ich. Da hat sie nämlich eine Eischale da reingezwitscht. Meine Frösche, die mögen Eier. Ja. Kriegt's aber nichts. So. Ich tue erstmal hier Salz und Pfeffer. Also Salz und Pfeffer mache ich immer nach Gefühl. Da rein. Und Pfeffer auch da rein. Weil man bohrt. So. Und das Ganze tue ich erstmal schleudern und wiege die gemahlenen Mandeln ab. Genau. So, ich mich mal schön auf. Machen. Okay. So. Dann legen wir das Ganze hier drauf. Ja, mit Hirtenkäse oder Hüttenkäse ist es ein bisschen schwierig mit dem Streichen. Glattstreichen. Das ist nämlich ganz schön fest. Aber das schmeckt sehr, sehr gut. Also ich finde es besser als mit Frischkäse. Muss ich mal gucken, wo mein Werkzeug drin ist. Ich stecke ein bisschen rum. Hier ist mein Werkzeug. Ich habe da so ein Dingens. Ich mache das vorher nass. Und dann legen wir mal los. Und tun das so. Also wie gesagt, es ist sehr schwierig. Ich beim ersten Mal habe ich gedacht, um Gottes Willen, was habe ich denn da drauf? Aber ihr braucht wirklich Geduld bei sowas. Und
Auszug. Ich weiß nicht, ob das mit der Hand funktioniert. Wollte ich gleich mal ausprobieren. Vielleicht geht es mit der Hand besser. Oh ja. Ja, ich habe teilweise den Hirtenkäse nicht auseinandergebröckelt. Deswegen ist er ein bisschen völlig schwer zum Klatschstreichen. Streichen oder nicht streicheln. Zum Glatt machen. Was hantierst du da im Hintergrund rum? Also wie gesagt, da müsst ihr wirklich Geduld haben. Ich glaube, mit der Hand ist es fast besser, wenn ihr das macht. Der wird diesmal nicht so groß. So, und der kommt jetzt 20 Minuten in den Backofen. Wie gesagt, Backofen haben wir ja schon vorgeheizt. Ne, Moment. Muss ich mal fotografieren. Immer fotografieren. So, das Ganze ist jetzt fertig und dann nehme ich mir eine Schüssel mit etwas Schmand. Also hier ist ein halber der Becher Schmand. Der muss sowieso weg. Mein Backofen ist jetzt aus. Der war richtig 20 Minuten im Backofen drin. Und der hat eine Brust bekommen in der Mitte. Den habe ich wieder so angepiekst. Er soll wieder runtergehen. Und jetzt mache ich, wie gesagt, Schmand und ich brauche ein Messer oder eine Schere. Eine Schere und etwas Sahne kommt da noch rein. Also einen kleinen Schuss Sahne. So, und dann brauche ich einen Schneebesen. Und dann werde ich mir die Menge hier. Moment, könnt ihr gerade sehen. Oh. Wie schaut es aus, die Küche? Ja, aber das ist so, wenn man kocht. So, da ist die Schüssel mit etwas Sahne und das Ganze tun wir jetzt verrühren und vermischen. Da kommt auch kein Gewürz rein oder so. Das ist so. Habe ich mal ausprobiert und seitdem mache ich das immer so. So, Backofen zu. Dann ziehe ich mir meine Schürze an. Eigentlich müsste der Teig auskühlen und dann belegen, aber da ich ja immer kaum Zeit habe, ne, das Ganze so zu machen, so, Moment, könnt ihr da was sehen?
Ich hoffe ja. So, dann haben wir das Ganze hier in der Schüssel. Und das Ganze kommt dann hier drauf. Meine Katzen. Mmh, lecker. Ups, entschuldigt. So, das Ganze kommt dann hier drauf. Und wird glatt gestrichen. Wie sagt man denn da? Gestrichen, gestreicht, keine Ahnung. Also glatt gemacht. So, stelle ich euch hier hin. Dann könnt ihr das bitte sehen. So. Ich mache jetzt da kein Knoblauch drauf. Also normal mache ich da immer Knoblauch drauf, aber diesmal nicht. So schön am Rand, überall, dass es da nicht zu trocken schmeckt. Jetzt habe ich wieder die Pampe da drin. Voll schlimm. So, jetzt. So, dann kommt der Lauch. Oh, Moment, muss ich mal schnell ihn fotografieren. Einmal. Dann kommt der Lauch. Einmal hier drauf, los. Also ein ganzer Lauch reicht vollkommen. Ich liebe das mit Lauch zu essen. Und dann mache ich meinen Backofen wieder an. So, dann kommen die Paprika-Streifen. So, und dann kommt der Brokkoli drauf. Alles ziemlich sehr grün. Ja, was schimpfst du denn? Herr Maxi schimpft. Ja, weil du da nicht mitschauen kannst, gell? Ja. So. Also wir haben den, das erste Mal habe ich ihn mit Lachs gemacht. Der war sehr lecker mit Lachs. Und am liebsten esse ich ihn so mit Paprika und Lauch. Und Tomaten könnt ihr auch drauf tun. Zwiebeln, Knoblauch, Pilze, alles mögliche, was ihr so gerne mögt. So. Und jetzt kommt das Speck noch drauf. Da ich ja schon weiß, dass der spätestens heute oder morgen Mittag weg ist, hat sich die Arbeit rentiert. So. Und das kommt ungefähr, ich sage mal, für 10 Minuten nochmal rein. In der Beschreibung steht 20 Minuten, aber ich sehe es nicht ein, warum muss ich das 20 Minuten nochmal rein tun, wenn es in 10 Minuten auch schon fertig ist. Genau. Und so schaut es dann das Ganze aus. Sehr lecker. Schaut aus wie eine Pizza. Judeli! Jetzt hole ich mir ein großes Messerchen und schneide hier das durch. So, ich mir mal gucken. Muss ich hier mal festhalten. Ich glaube, das ist nicht mehr. Doch, ein bisschen heiß ist es noch.
Dann durchschneiden. Und dann müssen wir mal gucken. So durchschneiden. Und so durchschneiden. So, dann bin ich mal gespannt, ob das dann rauskommt. Das ist nämlich mein scharfes Messer. Das mache ich so gerne. Damit schneide ich eigentlich nur Fleisch und Gemüse. So, dann gleich wieder aufräumen. So, und jetzt habe ich mir schon zwei Teller rausgeholt. Und wo war denn jetzt der Schnitt? Hier. Das ist noch alles durchgeschnitten. Ha! Hat mein Messer mich verlassen? Dann nehme ich ein anderes. So, schauen wir mal. Nee, das geht auch nicht. So. Voll lecky. Schaut es aus. So schaut es aus. Ich nehme jetzt mal zwei Stück. Und dann so. Das ist immer noch nicht durchgeschnitten. Schwierig, schwierig. Bedenk mal, man hat es durchgeschnitten, dann ist es noch gar nicht durch. Schau, einmal. Loslassen. So. Schwierige Geburt. Und das schmeckt wirklich, wirklich lecker. Müsste wirklich unbedingt nachmachen. Nachkochen. Nachbacken. Wie auch immer. So. So schaut es aus. Fertig. Und hier auch. Und falls ihr das jetzt nachgemacht habt, bitte schreibt mir unter dieses Video, wie es euch geschmeckt hat. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, das kannst du gerne machen. Über ein Feedback würde ich mich natürlich riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.